Norina Morsch, die haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Gegen Maja Glocke. Wir sind wieder da. Wieder am Start. Wieder am Start. In alter Besetzung. Schauen jetzt mal auf dieses Halbfinale hier. Maja Glocke gegen Irene Kalaitzidou gewonnen. Und dann gegen Magdalena Hübgen, die ja ihrerseits Josefina Neumann in der Runde zuvor besiegt hatte. Und es steht 5-0 gleich zum Auftakt. Ich wollte dich gerade fragen, was hast du für so ein Gefühl bei dem Spiel? Also ohne, dass ich da... Also wir sind neutral. Aber ich glaube schon, dass Lorena Morsch hier auf jeden Fall der Favorit ist und glaube, wie ich, auch das Rennen macht. Aber natürlich darf man ihre Gegnerin aus Niedersachsen nicht unterschätzen. Ich persönlich kenne sie nicht. Kenne sie jetzt. Aber genau, ich kenne Lorena schon ein bisschen länger und war auch eigentlich immer konstant vorne mit dabei. Schon viele internationale Einsätze gehabt und ich glaube, das wird man jetzt hier auch sehen, dass sie in dem Alter kann man eigentlich schlecht von Erfahrung schon sprechen, aber dass sie ich glaube, auch der Favorit in diesem Spiel ist. Ja, Maja Glocke aus Göttingen. Auch aus meiner Ecke. Also auch aus deiner Ecke, aber über der Grenze sozusagen, über der Landesgrenze. Wurde Zweite beim Top 48 im Finale gegen Koharu Itagaki, führte da auch 2-1. Koharu hatte bis dahin keinen Satz abgegeben. Und verlor dann aber noch. Aber trotzdem starke Leistung beim Top 48. Zehnte dann beim Top 24. Aber im ersten Satz läuft es gut für... Ich glaube, er hat auch eine Noppe, wenn ich das richtig sehe. Spielerin aus Niedersachsen auf der Rückhand. Ah, schöner Ball von Lorena. Aktiv dran geblieben, ersten Ball. Die ist, glaube ich, die ist auch richtig on fire. 3-0 gegen Theresa Faltermeier. 4-6-6. Also, das war deutlich. Und jetzt wieder der erste Satz zu 4 gewonnen. Die mausert sich hier zu einem heißen Titelkandidaten. Titelaspirant, zu einer Titelaspirantin, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich glaube auch, dass bei dem anderen Spiel Sarah Peter die Favoritin ist. Und die führt auch schon im ersten Satz 5-2. Das ist zum Duell der Doppelpartnerinnen kommt. Genau. Das hätte natürlich eine besondere Brisanz. Und auch, glaube ich, sehr gute Freunde. Privat. Das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Aber ja. Ich kann nur den Satzspielstand gerade lesen. 6-3 bei Sarah Peter. Was haltet ihr vom Stigma Cyber Shape Holz? Das ist das mit den Ecken, oder? Ja, Cyber Shape Holz. Ich halte das ein bisschen wie mit den Belägen. Also, ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen. Ich finde es aber witzig, dass es da jetzt auch noch eine andere Form gibt. Ich glaube aber, dass es mich keinen TDR-Punkt besser machen würde. Zumindest nicht aufgrund der Form. Wie findest du das Holz vom Druls? Ja, also ich habe natürlich auf der Tour gibt es schon ein paar, die das jetzt auch spielen hatte mit einer Spielerin aus Italien die Chance, mit ihr darüber zu reden, weil sie da spielt und ich sie gefragt habe. Ja, sie war eher der gleichen Meinung wie du. Manche sagen, dass es doch die Form, bisschen besser noch ist als die runde Form und dass das ein bisschen ausgearbeitet worden ist. Sie persönlich sagt, also sie merkt jetzt nichts. Sie mag das Holz, sie fühlt sich wohl damit, aber sie glaubt jetzt nicht, dass sie durch das Holz irgendwie 3 Klassen besser wird. Ich glaube, das ist auch eine Gefühlssache. Dann am Ende geht ja eh minimalistische Änderung. Genau. Das ist wie eigentlich mit den Hölzern und Belegen.
Da gibt es Freaks und keine Freaks und am Ende sollte man sich wohlfühlen und das bestmögliche Material für sich herausfinden. Ja, das stimmt. Das ist dann wieder abhängig von der Sensitivität des einzelnen Spielers, wie er mit diesen Technik- und Materialsachen da auch umgeht. Für Lorena Morsch scheint wirklich gut zurechtzukommen. Wirklich gute Winkel, gut platziert, tiefe Vorhand, dann den Ball in die Tiefe rückern. Da baut sie schon noch Druck auf die Gegnerin auf und macht auch wenig Fehler, ist aktiv, ist mutig und scheint auch ziemlich locker hier das Ganze anzugehen und wirkt auf mich nicht sonderlich nervös oder wie auch immer. Aber so kennen wir sie. Ja. Wer ist der TTVN-Trainer? Das müsste doch. Also, das ist der Papa von den Wiegands. Ich weiß nicht, ob man die Wiegands einem was sagen. zwei Mädchen, die eigentlich immer national unterwegs sind. Und Johanna und Marie-Sophie. Und das ist der Papa, auch aus Göttingen. Ja, Maja Klucke. Gucken nochmal kurz. Auf die TTR-Punkte 1749. Ich glaube, exakt so viel habe ich auch. Ich habe nämlich nochmal geguckt. Platz 3, falls sie das Rennen nicht macht, wird dann zwischen dir und ihr. Ich würde sagen, ich bekomme automatisch die Bronzemedaille, weil ich genauso viele Punkte habe wie die Bronzemedaille-Gewinnerin. Sollte sie den Finaleinzug verpassen, würde ich mir die einfach umhängen. Alles klar. Im Büro wird sicher noch vielleicht eine rumliegen. Verdient habe ich sie alle mal. Ja, 1749 zu 1829 TTR-Punkte, QTTR, sage ich nochmal dazu. Also, da kommt die Quartalspunktzahl sozusagen. Ah, das war ein bisschen falsch eingeschätzt durch die Noppe. Schau mal bei Matej Haspel. Auf dem Weg zum Satzausgleich. Im jungen Halbfinale. Gegen Manuel Prochazka, den hatten wir vorhin ganz kurz ja gesehen, der gegen Tom Wienke ganz knapp gewonnen hatte. Matchball abgewehrt. So. Maja Kloke hatte tatsächlich nach der Auszeit die Führung wieder übernommen, aber jetzt 7-7. Ich sag, ein bisschen Glück gehört auch dazu, ja, aber das aber so war eben schon die Frage, ob das Schwein eigentlich gut gefüllt ist oder noch nicht so viel Futter. Also ich weiß nicht, ob man das hört, aber ein paar Euros haben wir noch, ne? Ja, ein paar Euros haben wir auf jeden Fall noch und ein paar sind heute auch schon reingeflogen. Zumindest hat auch von dir, glaube ich, auch. Ja, klar. Manchmal zu Unrecht, aber ist okay. Übrigens, Duda gewinnt 3-2 gegen Mörregard. Das ist sehr erfreulich. Freut mich auch für Benne. Tobi Beck jubelt hier bei uns im Hintergrund, auch einer der hessischen Trainer. So, jetzt bringt sie ihren Aufschlag durch. War jetzt die letzten Ballwechsel. Und da ist das 11-9 und das 2-0. Und klar, Tobi Beck, der wittert hier ein hessisches Finale, wobei bei Sarah Peter steht es 1-0-4-7. Gegen Luisa Düchting, die wir gestern hier auch zweimal gesehen haben, die wirklich ein überragendes Turnier spielt. Gegen Mintau und Guyen gewonnen. Ansonsten
1-0, 12-12 für wen? Prohaska führt 1-0. 12-12 im zweiten Satz. Und dann haben wir hier noch Kevin Fu gegen Bastian Meyer. Da steht es 1-0, 6-5 für Bastian Meyer. So, und jetzt der dritte Satz hier an Tisch 8. Lorena Mosch, Staffel. Mannschaftskollege von Josie Neumann. Sehr überlegt, nicht zu hastig. Schönes Spiel, was Lorena Mosch macht. Tomahawk-Aufschlag. Ja, Lorena Mosch auch natürlich noch in der Schule. Musste auch den Spagat schaffen zwischen Leistungssport, Sport und Schule, so wie du auch. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, nicht einfach. Ich weiß nicht, was bei den Mädels und Jungs nächste Woche für Klassenarbeiten oder was auch immer anstehen für Hausaufgaben. Aber ja, die sitzen morgen um die Zeit. In der Schule, ja. In der Schule, da haben, ja, vielleicht boah, schon Schluss. Super Ballwechsel jetzt. Sorry, dass ich kurz unterbreche. Schön. Wirklich schön. Gutes Tempo auch. Ja, genau, die sitzen dann morgen um die Uhrzeit in der Schule. Pauken wieder, aber ich glaube, das haben sie jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall. Das sollte auch jetzt nicht im Kopf sein. Gilt es dann eigentlich als, als Grund, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, zu sagen, ich habe das ganze Wochenende deutsche Meisterschaften gespielt, oder verstehen das die Lehrer dann nicht so? Ja, kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich Lehrer, denen ist das wirklich egal. Und die geben dir dann trotzdem Strich, und manche, die sportbegeistert sind, die sagen, hey, Glückwunsch oder cool, dass du da dabei warst, und hol es einfach bitte nach, weil das ist für die nächste Klassenarbeit wichtig. Da gibt es solche und solche, und ja, ich denke, letzteres ist der bessere Fall, weil das ja wirklich hier ein Hardcore-Wochenende ist, wo man nicht noch zwischendrin irgendwie Mathe-Hausaufgaben machen kann. Aber ja, steht es bei Sarah Peter 1-1 und 3-0. Und richtig. Sehr guter Ballwechsel. Genau, genau. Wieder der angedeutete Ding-Ding-Aufschlag. Ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Bezeichnung gibt. Da gibt es ja diversen Begriffen in der Tischtennis, Begriffe in der Tischtennisszene. Für Aufschläge, Rückschläge. Lorena Mosch scheint hier wirklich überlegen zu sein. Ja, glaube ich auch. Geht das ruhig an. Ja. So, jetzt sind wir noch in der Zeitlupe. Oh, super gespielt wieder. Schön, aber. Und das ist wirklich eine beeindruckende Vorstellung hier von Lorena. Hat sie 4 Matchbälle für den Einzug ins Finale. Und der war es noch nicht. Spielt auch ein bisschen unbekümmert, Lorena. Ja, probiert viel aus, ist ruhig dabei, ist trotzdem aktiv. Und da ist es. Ach, das Ding. 11-7, herzlichen Glückwunsch an Lorena Mosch vom Hessischen Tischtennisverband. Sie steht als Erste im Einzelfinale.